Der Ausfallschritt ist nicht nur eine Kräftigungsübung zur Leistungssteigerung, sondern auch eine typische Bewegung im Fußball. Sehr oft im Fußballspiel gehst du in das Bewegungsmuster des Ausfallschritts. Als Beispiel. Du führst eine Finte durch. Oder du möchtest den Pass vom Gegner abfangen. Im Fokus stehen bei der Übung die Wade, der Oberschenkel, das Gesäß und die Oberkörperstabilität. Wie du gleich im Video erkennen kannst, ist der Blick nach vorne gerichtet, die Schulterblätter sind zusammengezogen und der Brustkorb weit geöffnet, um eine optimale Spannung des Oberkörpers herbeizuführen. Einige Punkte gilt es auch hier zu beachten, um das Training effektiv zu gestalten und Fehlbelastung zu verhindern. Es macht also auch hier absolut Sinn, ins Coaching zu gehen. Schauen wir uns die Coaching-Punkte des Ausfallschritts an. Dein vorderes Bein belastest du über die Ferse, den Großzehballen und deine Fußaußenkante. Dein Knie steht dabei über dem Sprunggelenk bzw. Mittelfuß. Das Gewicht ist nun auf das vordere Bein verlagert. Achte hierbei darauf, dass dein Knie nicht nach außen oder innen schiebt. Dein Becken bleibt gerade. Dein Oberkörper bleibt aufrecht und dein Brustbein zeigt stolz nach vorne. Deine Schulterblätter ziehst du zusammen. Dein Spielbein, das hintere Bein, ist über die Zehenspitzen belastet und dein Knie schiebt nach unten zum Boden. Der Winkel beträgt ca. 90 Grad. Nun arbeitest du in die Streckung aus Hüfte und Knie. In der Nahaufnahme der Beinachse siehst du, wie das Knie immer wieder durch gezieltes Coaching leicht korrigiert wird und somit optimal belastet wird. Es gibt eine Vielzahl von weiteren Übungsvariationen. Wichtig, hier auch immer auf die Qualität der Durchführung und nicht nur auf die reine Wiederholungszahl zu achten. Das bedeutet, zu coachen und einen Blick für Fehler zu entwickeln.